Hallo und herzlich willkommen hier heute wieder beim Mindstyle Podcast. Heute habe ich Thomas Bekaller da. Hallo Thomas. Hallo. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja. Oh, ja. Ja, na du, es ist ein polnischer Name und für deutschsprachige Menschen ist es schwer, Man sagt aber wunderbar, Philipp. Thomas, oder? Thomas Thomas, ist, ja, ja, Thomas. siehst du, alles gut. Wir stellen natürlich Thomas auch ganz kurz vor, und zwar eben Polen geboren. Hast du schon ein bisschen durchblicken lassen, in Österreich aber aufgewachsen. Vorarlberger Herzblut wie der Philipp auch, das gefällt mir. Dann auch schon Fußballprofi gewesen mit jungen 17 Jahren, sich dann aber auch anderweitig entschieden oder andere Elemente in sein Leben reingebracht. Da wird uns der Thomas nachher auch gleich ein bisschen erzählen, war Croupier und wahrscheinlich, ich denke mal, so was ich recherchiert habe, ein bisschen was ausprobiert im Leben, auch beruflich. Aber der große Life-Changer war dann wahrscheinlich Papa zu werden. Deswegen gibt es auch heute die Website und das Business Busy Dad Coaching. Und Thomas, du kannst gleich einsteigen, wo auch immer du magst, und erzählen, was ich vielleicht jetzt in deiner Geschichte oder Kurzgeschichte ausgelassen habe, was da noch dazugehört. Ja, vielen Dank, Philipp, mal, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Und Ja. vorab mal möchte ich dir mal ein bisschen Lorbeeren, weiß nicht, wie man das sagt, geben oder wie auch immer, weil ich es cool finde, dass du wirklich das, was du machst, finde ich faszinierend und mach bitte weiter so. Danke. Zu mir, ich möchte es nicht groß aufbauschen. Ich bin in Polen geboren und aufgewachsen bis 6 Jahre in Polen. Dann sind wir nach Österreich gekommen durch meinen Vater, der Fußballprofi war und eben nach Österreich gekommen ist. Das war in Vorarlberg. Und dann sind wir hier aufgewachsen. Und als Kinder sind wir zwar viel in Polen gewesen und viel in Österreich, was Vor- und Nachteile hat, wie alles im Leben. Und ja, du hast es richtig gesagt. Meine Faszination, mein Leben war Fußball, weil mein Vater mir das natürlich mitgegeben hat. Und ich war dann einigermaßen talentiert. Deswegen habe ich dann wirklich auch Nationalmannschaften gespielt und für Österreich. Ja, und dann habe ich Bundesliga gespielt, wie du schon also wie du gesagt hast, war eine unheimlich schöne Erfahrung in meinem Leben, wo ich eben das erste Mal in meinem Leben mit Mentalcoaching in Berührung gekommen bin. Und ab diesem Moment hat mich dieses Thema Psychologie fasziniert. Ich habe mich dann dort schon angefangen, einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Und am Anfang natürlich unbewusst, aber dann irgendwann habe ich gedacht, das ist echt spannend, weil auf dem Top-Level, du wirst es wissen, alle können kicken oder alle können Skifahren von mir aus, aber hier können es nicht alle. Und vielleicht war das auch der Grund, wieso ich mit 24 mich dann entschieden habe, was anderes zu tun. Und da hat sich die Tür aufgetan, in eine normale Welt, normale Berufswelt zu gehen. Und dann bin ich rüber ins Casino als Croupier habe ich dann gestartet. War sehr faszinierend, vor allem die erste Zeit, diese Ausbildung als Croupier, weil es doch eine ganz spezielle Welt ist. Und dort habe ich natürlich total vertiefen können in die Psychologie, weil, wie du dir vorstellen kannst, ja, spielen sich dort kleine Dramen ab. Die Leute verlieren und gewinnen im Minuten-, Sekundentakt zum Teil. Und man kann wunderbar beobachten, was dort in der menschlichen Psyche passiert. Und ja, da habe ich einige Jahre dort verbracht. Und das Schöne war, diese viele Freizeit im Casino, wenn man es clever gemacht hat. Bin viel gereist in meinem Leben, über 100 Länder, wobei das jetzt nicht, aber nur so nebenbei, weil ich eben diese Zeit gehabt habe. Und habe ich viel weiterbilden können, genau in diesem Bereich, wo du arbeitest und ich jetzt arbeite. Aber du hast es gesagt, der größte Einschnitt und der wunderschönste Einschnitt in meinem Leben war die Geburt meiner Tochter vor 5 Jahren. Und ja, und dort habe ich eigentlich schon entschieden, weil ich mich davor schon sehr vertieft habe mit diesem Thema Psychologie, Kinderpsychologie, weil mich das sehr interessiert hat. Und dort habe ich festgestellt, hör zu, zwischen 0 und 7 programmieren wir unsere Kinder, ja, unbewusst leider. Und wenn wir es aber bewusst tun könnten, wäre es ein Unterschied oder nicht? Und ich habe für mich entschieden, ja, es ist ein Unterschied. Deswegen ist meine Faszination, meine Leidenschaft, Vätern genau in diesem Bereich des Lebens einfach zu helfen, zu unterstützen, dass sie bewusst sind ihrer Handlungen und das Beste aus sich rausholen, ihrer Kinder zuliebe. Denn sie formen das Leben des Kindes mit, ob bewusst oder unbewusst, aber sie tun es. Und das ist mein Ding. Sehr, sehr spannend. Trifft genau die Philosophie, die auch ich und die Mindstyle Academy und die Mindstyle Welt vertritt und wo wir dahinter sind. Es ist so und auch wissenschaftlich schon längst bewiesen, die ersten 6, 7 Jahre, ich sage immer 7,
die Programmierung, die du da kriegst als Kind, wo auch immer die herkommt, aber natürlich zum ganz großen Teil von den Eltern, das sind deine Programme, die sich später im Leben spielen und zeigen. Und du sagst es genau richtig, Thomas, im besten Falle sind die unterstützend und sind die so gelegt, dass es Sinn macht und dass es ja, positiv ist und in dem Moment vom Elternteil bewusst gemacht wird. Ich bin auch der Überzeugung, dass jeder Elternteil das mit bestem Wissen und Gewissen macht und natürlich jeder seine Ecken und Kanten hat und nicht alles perfekt macht, was absolut okay ist. Aber bin gespannt, wie du das siehst oder wie du in deinen Coachings das erlebst, wie da die Dads und Moms auf das reagieren oder damit umgehen. Erzähl da noch ein bisschen mehr, bitte. Ja, also du hast wunderbare Sachen gesagt. Ich meine, es ist einfach Fakt, dass 0 bis 7 sind wir Menschen, wenn wir geboren werden, in der Gehirnwellenlänge von Theta. Und Theta ist tiefe Meditation oder Hypnose. Ja. Und alles direkt ins Unterbewusstsein. Und ja, du hast es richtig gesagt, nobody's perfect. Und das sage ich natürlich jedem Kunden von mir. Auch ich, obwohl ich das quasi Leute mitgebe, mache Fehler im täglichen Leben. Gott sei Dank. Ja, danke. Und ich mache natürlich auch Fehler mit meiner Tochter. Nur der Unterschied, wenn du das bewusst machst, wenn du wirklich bewusst durch diesen Prozess gehst und einen Personal Coach hast, egal ob Mindset Academy oder Business Coaching oder wie auch immer, dann merkst du diese Fehler viel, viel schneller und du merkst, und du wiederholst nicht ständig den gleichen Fehler, weil dir ist bewusst, okay, das mache ich nicht optimal, vielleicht sollte ich das ändern, weil mein Kind schaut mir genau zu. Was ich sage, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was ich tue. Mhm. Und ja, natürlich, meine Väter und meine Mütter, ich habe auch Mütter, ja. Beispiel, Väter, Männer, mit denen gehe ich durch einen Prozess, das geht ein halbes Jahr ungefähr, wo ja. sie einfach an allen möglichen Aspekten ihres Lebens arbeiten können und tun. Spannend. Und das ändert natürlich alles. Du bist selber Vater, Philipp, du weißt es. Mhm. Je besser du in allen Bereichen deines Lebens bist, desto besseres Vorbild bist du für dein Kind. Und um das geht es, um das dreht sich es. Und ich liebe es. Also, ich kann nicht mehr dazu sagen. Spannend. Thomas, was von deiner Sportlerkarriere würdest du selber sagen, trägst du da jetzt als Coach oder gerade in dieses spezielle Thema Daddy oder Mommy Coaching mit rein? Was sind das für Elemente? Viele, ehrlich gesagt, das sind viele, weil als Sportler merkst du irgendwann, wie, wenn du im Spitzensport bist, wie, wenn der Fokus auf dich gerichtet ist, wie hart der Druck werden kann und wie gehst du jetzt mit diesem Druck um? Und als Eltern wird unser Druck auch höher, weil wir haben mehr Verantwortung, wir haben mehr Emotionen, die ganzen Szenen, die Dramen, die sich abspielen, wie wir wissen, die werden intensiver, ja, die werden intensiver. Und als Sportler ist es auch intensiver und du lernst mit diesem Druck umzugehen. Ja. Und du lernst es am Anfang unbewusst, aber ich habe dann irgendwann eine Taktik gewählt, die wunderbar funktioniert. Hey, erstens einmal, wir sterben alle. Ja. Wir sterben alle, das ist Fakt, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten, egal mit welcher Studie. Und wir sollten uns auch nicht so wichtig nehmen. Hey, wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde, oder? Wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde. Du bist Hauptdarsteller in deinem Film und ich bin jetzt nur ein kleiner Nebendarsteller. Und ich bin Hauptdarsteller in meinem Film und du bist ein Nebendarsteller in meinem. Und wir tendieren aber dazu, dass wir meinen, dass alle uns als Hauptdarsteller sehen. Nein, das ist nicht so. Mach einfach dein Ding und mach das Beste, was du in diesem Moment kannst. Du hast auch vorher das Richtige gesagt, die meisten Eltern bemühen sich eh, wie sie können und das ist super. Mehr kannst du eigentlich in dem Moment nicht tun und dann kannst du dich auch nicht so wichtig machen. Du tust deins und das Leben kommt dir dann auch entgegen. Aber ich drifte ein bisschen ab. Aber was ich auch mitgenommen habe, ist eben mit diesem Druck umzugehen, ja, sich nicht so wichtig zu nehmen. Und wie wichtig, dass es doch ist, mit der eigenen Psyche sich zu beschäftigen, weil wie ich vorher gesagt habe, im Top-Sport, egal welcher Sport oder wahrscheinlich auch im Top-CEO-Bereich, können es alle. Es können alle, aber der Tick besser zu sein, spielt sich dann hier ab. Ich habe viele Kollegen gehabt, Fußballerkollegen, die es weitergebracht haben wie ich, weil ich war der Typ, der zu viel nachgedacht hat zum Beispiel. Ich habe mir zu viel Gedanken gemacht, zu viel Sorgen und so.
Ich habe das dort schon gemerkt, gewusst und andere haben einfach gespielt. Ja. Die schlechter waren die jetzt fußballerisch gesehen. Ja. Die haben es dann weitergebracht, allein mit dem, dass sie einfach mehr im Moment waren, automatisch, weil sie eigentlich nicht nachgedacht haben. Und ich war mehr der Philosoph-Typ und was es immer sagt. Das ist für einen Spitzensport zum Beispiel nicht so förderlich. Deswegen werden oft Menschen erfolgreich, die einfach spielen, einfach tun. Einfach machen, ja. Einfach machen und die überlegen nicht. Und ich habe dann überlegt, kann ich das oder das? Was mich aber auch wieder zu heute geführt hat. Also es hat alles einen Grund. Und absolut. Natürlich kannst du viel aus so einer Karriere mitnehmen für die Elf. Aber eine spezielle Frage, weil ich damit auch immer in Kontakt bin. Ich coache natürlich auch viele Sportler. Ich sehe es teilweise genauso, wie du sagst, dass es im Spitzensport schon so ist, dass der vielleicht weniger nachdenkt, auch mal weiterkommt. Sehe ich auch so, sehen wir, glaube ich, im Sport generell auch oftmals so, aber ich glaube trotzdem, mit dieser mentalen Hilfe, mit mentalen Strategien und Tools und Werkzeugen und vor allem das, wie du jetzt auch im Daddy- und Mommy-Coaching sagst, dieses Bewusstwerden der Dinge und der Elemente, bin ich überzeugt, dass dich das trotzdem sehr viel weiterbringt. Jetzt nicht nur Mommy, Daddy, sondern auch eben Spitzensport oder Business oder wo auch immer. Wie siehst du das, Thomas? Philipp, stimmt total. Ich meine, natürlich ist das extrem wichtig. Ja. Ich meine, wenn du einen Mentalcoach hast, und du bist Profisportler, du kannst fast nichts Besseres für dich machen. Ich habe zum Beispiel damals, wieso ich es nicht weitergebracht habe, obwohl ich gut war, wirklich gut, das war der Grund, ich habe keinen Mentalcoach gehabt, persönlich. Hätte ich einen gehabt, hätte ich es weitergebracht, hundertprozentig. Ja. Weil ein Personal Coach wie jetzt du soll ja auch nicht immer der Freund sein. Du solltest ja nicht der Freund sein von deinem Klienten, wenn es Spitzensportler ist. Du solltest ihm verdammt nochmal auf die Füße treten, sagen, hör zu, aufstehen, auf geht's. Wenn du besser sein möchtest, musst du mehr investieren wie die anderen. Kein Problem, kannst du gerne machen. Ja. Du musst einen besseren Fokus haben wie die anderen. Du musst mehr trainieren. Nur mit da ein bisschen entspannt sein und easy going wird nichts passieren. Du musst besseren Fokus haben. Mehr trainieren, mehr investieren in das, was du möchtest. Und dann mehr wirst Profi du, sein, ja. Mehr Profi sein. Und dann wirst du auch Früchte ernten können. Und ein Coach, ein Personal Coach, ein Mental Coach kann dir natürlich den Fokus schärfen, dir helfen, auch gewisse, vor einem Spiel zum Beispiel, ein gewisses Ritual einzuführen, dass du konzentriert bist. Dass du eben in diesen 90 Minuten, wenn wir jetzt den Fußball hernehmen, nur Fußball spielst. Ja. Und das kannst du, das bin ich mir wunderbar, das bin ich mir sicher, das kannst du, dass dieser Klient jetzt, zum Beispiel wenn es ein Fußball ist, du mit ihm Rituale einstudierst, sag, okay, was kannst du jetzt speziell vor diesem Spiel machen, vor einem Spiel machen, damit du wirklich 90 Minuten spielst und nur das machst, weil dann bist du gut, dann bist du gut. Genau, und, so wie auch du sagst, oder wenn du in den Flow reinkommst und dieses Gedankenlose auch schaffst, das, ich glaube, ich bin überzeugt, jeder Sportler kennt das, nur nicht jeder weiß, wie er dort reinkommt oder wie er das selber bewerkstelligen kann, dass er reinkommt. Das macht schon auch nochmal einen Unterschied und da kann mentale Strategie natürlich auch unheimlich gut helfen. Bin überzeugt, dass du das auch so machst oder siehst. Und ich glaube auch, nochmal, egal in welchem Bereich, ob jetzt Sport, Mommy, Daddy oder Business oder wo auch immer oder im Leben sonst, genau diese Dinge eine Riesenunterstützung sind. Ja, das ist so. Ich hab, wenn ich überlege meine Karriere, ich habe zum Teil wichtige Spiele gehabt, bei Rapid Auswärts oder irgendwas, wichtiges Spiel um den Abstieg zum Teil und so. Oder. Und ich kann mich genau erinnern an die Szene, dass ich nachgedacht habe. Ja. Das waren die Spiele, die waren nicht gut von mir. Aber ich habe niemanden gehabt, der mich zur Hand genommen hat und gesagt, hör zu. Ja. So und so kannst du es machen. So, irgendwie haben wir keinen gehabt. Wir haben zwar Mentalcoaches gehabt, aber keinen persönlichen, der nur für mich da ist. Ja. Und wenn das jemand hört und keinen hat und Spitzensport macht, ey, bitte, egal wen, kontaktiert jemand. Weil irgendjemand, ja. Egal wen, es ist mir wurscht, wer. Aber wenn du was weiterbringen möchtest, diese Person kann dir einfach nur helfen, eventuell diesen Tick besser zu sein, der es genau ausmacht, dass du in diesem Moment besser bist wie jemand anders. Und abrufen dann, kannst, ja. Und du weißt es, in einem Spitzensport kann genau ein Spiel, ein Rennen, ein irgendwas entscheidend sein für deine ganze Karriere. Ja. Und deswegen finde ich super, dass du viel mit Sportlern machst. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich bin zwar noch Trainer, ich liebe es. Ich nehme natürlich auch Sportler
Aber da ich momentan in der Rolle des Vaterseins bin, finde ich es extrem wichtig, den Kindern zu helfen. Cool. Aber ja, wie gesagt, Sport mit Mentalcoaching ist Ja. definitiv das Beste, was du tun kannst für dich als Absolut. Vater. Auf den Aspekt wollte ich auch nochmal zurückkommen. Und dieses, wir haben das jetzt gesagt, dieses Profi-Sein, dass man das besser macht oder das vielleicht ernster nimmt jetzt im Sport. Aber ich denke dann auch immer wieder im Leben genauso, noch einmal egal ob Business, aber genauso auch als Mami und Daddy zu sagen, ich muss auch dort dieser Profi sein. Ich muss das ernst nehmen und kann mit meiner Tochter jeden Blödsinn durchgehen lassen. Man muss auch mal auch sagen und nicht immer nur Freund sein. Und als Elternteil sind wir natürlich gerne Freunde unserer Kinder, müssen halt auch mal sagen, das geht nicht oder das geht schon oder davon mehr, davon weniger. Um ihnen auch die Leitplanken zu geben. Bin überzeugt, dass das wichtig ist. Aber auch gleichzeitig eine gewisse Freiheit zu geben, sich entwickeln zu lassen und die Persönlichkeit, die eh schon da ist, von null auf, sich auch selber entwickeln zu lassen. Ich bin gespannt. Ich glaube, du siehst es ähnlich und wird in deinen Coachings Mami Daddy auch so sein, oder? Ja, natürlich. Ich meine, ich denke, du hast, ja, ich meine, du bist in diesem Bereich, du weißt, was du redest. Also ich bin kein Mami-Daddy-Coach, Ja, aber aber ich du beschäftige mich weißt, auch mit meiner Tochter. ja, ich weiß, wie es ist. Unsere Kinder geben uns so viel, aber sie fordern Ja. natürlich auch und sie Ja. probieren natürlich alles Mögliche aus. Ich denke und ich bin überzeugt davon, wir haben eine Urangst. Jeder hat eine Angst. Jeder von uns hat die gleiche, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht geliebt wird. Das hat jeder von uns. Und das kommt leider. Und ich will jetzt keine Eltern von früher irgendwie beschuldigen oder so, aber wir haben eine Automatik, wenn ein Baby auf die Welt kommt und es ist ein paar Wochen, ein paar Monate und es kann tun, was es möchte. Du wirst es immer lieben, du wirst es nicht anschreien, und du wirst einem 2 Monate alten Kind nicht anfangen, einen Vortrag halten über das, dass du jetzt einen Anzug hast und du hast jetzt nachher einen Podcast und du solltest gut ausschauen. Das wirst du nicht tun. Du wirst dem Kind immer noch das Gefühl geben, dass es geliebt ist, dass es gut genug ist, dass es da ist. Das Problem, das wir oft haben, ist, sobald wir merken, dass das Kind mit uns kommunizieren kann, Ja. so okay, es gibt irgendwie ein Feedback, ich sage was, es reagiert und dann reagiere ich, dann meinen wir müssen quasi anfangen mit dieser also mit dieser Liebe an Bedingungen geknüpft. Wenn du jetzt bitte mich nicht mehr, keine Ahnung, mit Wasser ausschüttest oder wenn du das oder das machst, dann wirst du geliebt, dann ist Papi zufrieden mit dir, dann ist Mama zufrieden mit dir. Und der Schlüssel in meinen Augen liegt darin, dass wir dem Kind immer das Gefühl geben, es ist immer geliebt. Immer geliebt. Das Verhalten, also das, was es jetzt getan hat, zum Beispiel, es hört jetzt nicht auf dich, Philipp, weil 3 ist genauso ein klassisches Alter zwischen 2 und 3, könnte man ja alle Haare verlieren zum Teil. Also das ist Wahnsinn. Klassisch. Ja, unglaublich. Die Terrible Twos, das ist ja bekannt im englischsprachigen Bereich. Auf jeden Fall, deine Tochter macht irgendwas und haut extra ab, weil du sie rufst oder was. Du willst sie anziehen, ihr habt einen Termin. Und jetzt kannst du sagen, okay, wie heißt deine Tochter? Valentina. Valentina, Valentina, nicht gut, Papa ist sauer und so. Du kannst aber auch zu ihr sagen, Valentina, dein Verhalten ist nicht gut. Du bist wunderbar, alles okay, aber das Verhalten, was du jetzt gerade machst, ist nicht optimal. Und da müssen wir anfangen, eben diesen Unterschied zu machen zwischen Mensch und das Verhalten. Weil dann weiß das Kind, es wird immer geliebt, egal was es tut. Aber ein gewisses Verhalten sollte man, wie du vorher gesagt hast, mit diesen Leitplanken schon an den Tag legen, weil Ja. wir bewegen uns nun mal in diesem Raum der Erde. Und ich bin sicher, also Seele und alles ist mir alles ein Begriff. Ich gebe das auch im Coaching mit, dass ich bin sicher, nach unserem Verlassen dieser Erde geht es weiter, egal in welcher Form. Und ich nehme das alles nicht so extrem ernst, wie der Spruch hier oben schon sagt. Don't take life too seriously. Nobody gets out alive anyway. Ja, das ist die Wahrheit. Aber gewisse Leitplanken helfen uns hier eben eine Struktur zu haben. Und Struktur ist nun mal wichtig, dass du zum Beispiel weißt, wenn ich jetzt 2000 Euro im Monat zum Beispiel Einkommen habe, sollte ich nicht 3000 ausgeben. Das wird sich auf Dauer nicht ausgehen. Ja? Also solche Sachen. Aber ganz wichtig, alle Eltern, die das hören, bitte gebt eurem Kind nicht das Gefühl, dass sie nicht geliebt werden, weil das ist das, was sie nachher das ganze Leben tragen, mittragen, Ja. meinen. Und dann denken sie nachher, wenn sie Jugendliche sind, älter, ich muss meinem Papa jetzt beweisen, dass ich gut genug bin. Da machen sie Karrieren, die sie nicht tun wollen. Oder Ja. wollen es allen recht machen, weil
weil der sieht das, dass dann mache ich das, weil damit ich gut genug bin, damit ich mich gefühlt fühle, ja. Ja, Und da können wir sehr, sehr viel tun als Eltern. Cool. Ich glaube auch, dass das tatsächlich der große Gamechanger ist für Erziehung und Beziehung zu seinen Kindern. Wunderbar, dass du das so auf den Punkt bringst, Thomas. Es macht einen riesen Unterschied zwischen geliebt sein und verhalten, und wir verwechseln das manchmal unbewusst natürlich, beziehungsweise weil wir es auch nicht anders kennen. Hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, um das noch gut zu können, das zu zeigen? Ja, ich bin gespannt. Also das Wichtigste ist, sich dessen bewusst zu sein. Da fangt es mal an. Wake up, wach auf. Du hast als Papa, als Mama, du hast genau diese eine Chance. Mhm. Du hast eine Chance. In diesem Leben, egal ob du an Wiedergeburt glaubst, aber dieses Leben hast du sicher nur einmal. Und du hast dieses Kind. Und du musst aufwachen, einfach wissen, alles, was du tust, ist entscheidend. Und natürlich wirst du dann Fehler machen, trotzdem, die mache ich auch. Aber ich weiß in dem Moment, ich mache jetzt gerade einen Fehler. Beim nächsten Mal werde ich es sicher anders machen. Das ist Schritt Nummer eins und der ist nicht schwer. Du musst dir einfach deine Handlungen bewusst sein. Mhm. Ein Game Changer. Mhm. Und nachher geht es einfach darum, dass du weißt, 0 bis 7, wie wir vorher besprochen haben, wird ein Programm gelegt ins Unterbewusstsein. Und jede Handlung, die du tätigst, programmierst du wunderbar dein Kind mit. Mhm. Und es dreht sich alles ums Bewusstsein. Wo ich sehr gerne arbeite, ist in Beziehungen. Weil, du weißt es, Philipp, in Beziehungen passiert viel Krach auch. Ja, es kommen diese ständigen Diskussionen und Streitfälle und um Kleinigkeiten. Und dort ist es auch wichtig für die Eltern, an ihrer Beziehung zum Partner zu arbeiten. Weil das Kind schaut es ab, die Beziehung zum Mitmenschen. Und da arbeite ich sehr gern mit seinem Modell, das Carl Jung viel behandelt hat, das oft erwähnt worden ist. Aber nicht viele wenden es in einer Beziehung an. Das ist das Modell von diesen 4 Persönlichkeiten in uns. Mhm. Die alle haben, aber eine trainieren wir eben durch die Kindheit am meisten. Ja. Wenn du das mit einem Fitnessstudio vergleichst, trainier nur der linke Bizeps den ganzen Tag, wie wir schon ausschauen. Sicher auch cool, aber... Einseitig. Sehr einseitig. Und wir trainieren eine Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit. Und so trainiert dein Kind auch eine Persönlichkeit. Wenn du aber jetzt als Eltern das weißt, dass es gibt 4 und du hast alle 4 in dir, aber es gibt den Weg, dass du in alle 4 eintauchen kannst und wirklich alle 4 ausleben kannst, dann wird dein Kind auch eine ausbalanciertere Person. Und es wird sie nicht, oder das kleine Kind nachher, wenn es erwachsen ist, wird nicht jeder Wind und jeder kleine Problem im Leben gleich umwerfen, sondern es wird wissen, okay, that's life. So ist das Spiel des Lebens mal designt, dass wir Herausforderungen bekommen, an diesen Herausforderungen dann wachsen. Und es wird wissen, ich habe 4 Persönlichkeiten. Und muss man nicht schizophren sein, sondern du hast diese 4, egal ob du das weißt oder nicht. Und egal zu welcher Tätigkeit, kannst du deine Persönlichkeiten herziehen. Und wenn du dann dein Kind dann erkennst, welche Persönlichkeit es denn wirklich hat, kannst du ganz anders nachher mit dem Kind reden, weil du weißt, ein Kind braucht einen direkten Draht. Du musst die Probleme direkt ansprechen. Ein anderes Kind muss sensibler behandelt werden. Ein Kind braucht ständigen Plan. Das andere Kind will vielleicht mehr Freiheit. Mhm. Und wenn man mit dem arbeitet, kann man sehr früh erkennen, was man tun kann als Eltern, dass man eine bessere Beziehung zum Partner hat, weil das Kind abschaut. Und zum eigenen Kind natürlich auch. Cool. Magst du noch die 4 Persönlichkeiten schnell benennen? Ja, klar. Ja? Und zwar, ich benenne sie gerne mit Tieren. Die oberste Persönlichkeit, wenn ich einen Kreis hernehme, ist der Souverän. Ich nehme den Gorilla gern dazu. Mhm. Das ist die Person, die Persönlichkeit in uns, die diesen Plan braucht, die diese Struktur braucht. Diese Personen brauchen einen Terminkalender. Für die Personen, es ist lebensbedrohlich für diese Personen, wenn Menschen ihnen einfach nicht antworten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie wollen. Und die haben ein Riesenproblem damit. Und das große Problem, was die Menschen eben haben, ist, Leben wird nie genauso laufen, wie du willst. Die Schwierigkeit des Lebens. Ja, dieses Märchen gibt es in Disneyland, ist okay, aber hier in diesem Spiel, was wir spielen, wird ein Tag nie exakt so ausschauen, wie du das willst. Und diese Personen wollen Perfektion. Die wollen Perfektion,
aber die wollen auch vor jedem anderen Perfektion. Die kritisieren gern. Und wenn sie wirklich diese, wenn so ein Gorilla außer Balance geratet, kann er zum Tyrann werden, zum jeden kritisieren, totale Kontrolle. Und das ist die Persönlichkeit, die oberste. Gegenüber von dieser Persönlichkeit ist der Magier. Ich nehme da gern der Fuchs her. Der Fuchs ist der Freiheitsliebende. Das ist der Mensch, der für Magie sorgt, für alle anderen, für sich selber, braucht Freiheit, hat aber ein Riesenproblem mit Verbindlichkeit. Ja? Plant eher nicht. Das ist die Person, die, wenn du sie kontaktierst, Philipp, sagt sie zu dir, du weißt, Samstag oder nehmen wir Freitagnachmittag, du rufst schon an, sagst du, Freitagnachmittag 15 Uhr kannst du. Die Person wird dir antworten, ich melde mich bei dir, Philipp, ich weiß es noch nicht. Obwohl sie weiß, dass es nicht geht. Die kann, vielleicht auch geht so, aber sagst trotzdem nicht. Die Person meint ja, vielleicht geht es dann doch irgendwie mal schauen, irgendwie ergibt sich vielleicht was. Diese Person will keinen Plan, will keine Ordnung. Ja. Keine Freiheit. Diese Freiheit, ja. Will unbedingt Freiheit. Freiheit zuerst, Problem als, also Ordnung, Ordnung als zweites. Und der Gegenüber, Ordnung als erstes, Freiheit als zweites. Und Konfliktpotenzial sofort beginnt. Genau, ja. Konfliktpotenzial nonstop. Und du ziehst genau die Person ins Leben, die genau anders ist wie du. Ja, wieso wohl? Du sollst es verdammt nochmal lernen. Ja. Die Mitte oder, zu finden, oder? Ja, in die Mitte zu finden. Und dann haben wir die zwei anderen. Das eine ist der Wolf, der Krieger. Das ist die Person, wo früher, die Personen, wo früher vor dem Tor gestanden sind und die Wikinger rausgehalten haben. Die wollen totale Kompetenz. Können auch mal laut werden, weil die fühlen sich wohl, wenn sie kompetente Menschen rund um sich haben. Die sprechen Probleme sofort an und auch direkt. Die haben überhaupt kein Problem mit einer Konfrontation mit jemand anders. Die können mit dir besprechen, du Philipp, der Podcast war nix, das müssen wir anders machen, bitte, das müssen wir, die wollen das Problem lösen sofort. Die sind auch viel Ego getrieben. Das sind die Personen, die oft im Sport zum Beispiel erfolgreich sind. Die setzen sich durch. Wenn du so einer Person eine Aufgabe gibst, die wird das erledigen, no matter what. Aber Problem zuerst, Konflikt lösen, wir müssen das Problem zuerst besprechen. Und gegenüber von dieser Persönlichkeit ist das Schaf der Lobber. Das ist die Persönlichkeit, die für die Gemeinschaft da ist, die alles tun würde, um keinen Konflikt zu haben. Alles. Würde alles schlucken, kein Konflikt. Hauptsache, wir können uns in den Händen halten und genau. Singen. Ja? In eine gute Herde. Ja, wunderbar, alles Schafe, alles schön, alle sind happy, alle lieben sich. Und jetzt, der Wolf möchte das Problem besprechen. Ja? Und das Schaf möchte auf keinen Fall das Problem. Das Schaf möchte zuerst Connection first. Drück mich mal drücken, ja. Drück mich mal zuerst, danach können wir vielleicht über das Problem reden. Der Wolf sagt, was? Drück mich zuerst. Ich möchte zuerst das scheiß Problem lösen. Ja. Ja? Und danach können wir gern von mir aus uns drücken. Ja? Und je mehr der Wolf auf Konfrontation geht, desto mehr geht das Schaf in Defensive und wird auf keinen Fall mit dir das Problem besprechen. Und wieder Konflikt non-stop. Und dann hast du ein breites Spektrum vor allem dazwischen. Und wir tanzen auf diesem Ding herum und sind uns dessen total unbewusst und die Arbeit mit Leuten wirklich ein, zwei Monate lang nur mit dem und bringen Menschen bei, zu sagen, zu sprechen, du bist jetzt, deine Tendenz ist total, das erkennt man nach ein, zwei Sessions, weiß, wer welche Person ist. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz dazwischen. Ich glaube, es hat sich jetzt jeder Hörer irgendwo selber gefunden, in einer Person oder in einem Tier davon. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, und das muss man vielleicht nochmal schnell auf den Punkt bringen, wir haben alle diese Persönlichkeiten und diese Elemente in uns. Und es gibt eine Tendenz, genau das ist der Punkt. Die Frage ist eben der Umgang damit, oder? Ja, Tendenz hast du, weil du hast als Kind eine Persönlichkeit als Überlebenstaktik gegenüber deinen Eltern gewählt. Ja. Ja. Wenn dein Vater zum Beispiel ein totaler Gorilla war, alles Kontrolle, Plan und alles, bist du zum Fuchs geworden. Hast du diese Persönlichkeit trainiert. Und dann hast du eine Taktik dir quasi für dein Leben so zurechtgelegt als Jugendlicher, wie du durchs Leben kommst. Und wir fahren diese Taktik dann immer weiter. Es gibt aber andere. Es hat beim Papa funktioniert, oder? Der muss später in meinem Leben ja auch funktionieren. Genau, es hat beim Papa funktioniert. Es muss anders, aber das funktioniert eben nicht. Genau. Und wir ziehen immer diese Papas dann ins Leben als Partnerin, als Partner, als Mitarbeiter, als Vorgesetzte, als Mitschüler, die uns ständig das hinwerfen, sagen jetzt komm,
halt endlich einen Termin einmal ein und sag mir, bitte sprich normal, such nicht irgendwelche Auswege, Ausflüchte zum Fuchs jetzt. Aber der wird immer aber wir haben eben alle vier in uns und es gibt Wege und es ist nicht unglaublich schwer. Es ist machbar, dass du alle vier in dein Leben implementierst und alle vier lebst aktiv. Und noch besser, du erkennst nachher die anderen und du weißt, okay, ganz klar, der philippische Gorilla von mir aus, und die weiß, okay, ich muss mit ihm jetzt nicht daher quatschen mit Freiheit und Zeug, sondern er möchte einfach klar wissen, ich bin bei ihm, wir lösen das Problem gemeinsam, das wollen Gorilla auch gemeinsam, ganz wichtig. Ja. Und dann passt es auch, dann kann ein Gorilla total entspannt sein. Genau. Dann kann man auch Spaß mit ihm haben. Aber davor gibt es keinen Spaß. Wenn das nicht so gemacht wird, wie es der Gorilla braucht. Nein, dann, der hingegen, der muss einfach verstehen, okay, ich habe einen Menschen gegenüber mir, der möchte Freiheit und muss ihm das Gefühl der Freiheit geben. Das heißt, wenn ich ihm nur sage, als Chef zum Beispiel, du hör zu, so und so wird das erledigt, wird nicht funktionieren. Du kannst ihm aber zwei Möglichkeiten geben. Mhm. Dann hat er das Gefühl der Freiheit. Ja. Er sagt, okay, das oder das. Und dann wird viel besser. Ja, viel besser. Und dann wird dieser Mensch auch Magie wirklich erzeugen in deinem Unternehmen. Also, und so gibt es ganz, ganz verschiedene Redewendungen, Sätze, die du sagen kannst, dann funktioniert dein Leben auf einmal viel, viel besser und deine Beziehung, für die Beziehung, sag ich euch ganz ehrlich, egal wer das hört, kompletter Game Changer. Und ein Kind schaut dann das zu und lernt, ja, mein Gott, es geht auch harmonisch, hoppala. Ja, auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Ja. Dann wird es nachher das Leben. Und das ist das, was wir tun können. Viel mehr können wir nicht tun. Wir können nicht zaubern, wir können aber die besten Beispiele sein, die wir sein können. Ja. Ich rede immer drauf los, Entschuldigung, Philipp. Na, perfekt, perfekt. Unglaublich spannende Geschichte und ich glaube, da kann sich jeder was mitnehmen. Und ich glaube, der Punkt ist, dass das, was dann wirklich Spaß macht, dass, wenn man das dann ein bisschen drin hat in sich und mit diesen vier Elementen lernt, dass man dann eben zum Spieler wird in diesem ganzen Ding und der Drahtzieher eigentlich, der mit einfach, wie du sagst, erstens weiß ich es von mir, aber ich sehe es auch bei den anderen, was braucht der, was kann ich ihm geben oder wie kann ich es ihm geben, dann werde ich Drahtzieher dieses Spiels und dann wird es für mich leichter und für die anderen auch, das ist ja dann das Schöne eigentlich, was da dahinter steckt. Wir spielen alle ein Spiel hier, Fakt, wir spielen alle, jeder hat seinen Charakter und jeder spielt ein Spiel und wenn du klarer siehst, du hast es gesagt, du kannst das Spiel bewusster spielen. Das Schöne hier ist, bei dieser Arbeit, dass, wenn du in Balance bist, das heißt, du weißt, okay, ich kann jetzt nicht da jeden Konflikt ansprechen mit dieser Person, dann ziehst du auch nur Personen in dein Leben, die auch in Balance sind. Wenn du aber ständig durchdrehst, in welcher Form auch immer, dann ziehst du auch nur Personen, die auch ganz weit weg sind. Wenn du in Balance geratest und das lernst und das geht, dann ändert sich alles in deinem Leben. Deine Beziehung ändert sich, du triffst Menschen, die das auch automatisch können. Selbe Energie, ja. Da muss ich dir nichts Neues erzählen. Durch die Energie, die du ausstrahlst, ziehst du Sachen in dein Leben, die einfach so sind und ziehst du auch die Menschen an. Wenn du an die arbeitest, dann, surprise, surprise, wirst du auch Menschen treffen, die... die auch an sich arbeiten oder schon unterbewusst oder wie auch immer, die in diesem Bereich einfach gut drauf sind und dein Leben ändert sich. Und es braucht bei einer Beziehung nicht beide. Ja. Es reicht einer. Einer muss der Game Changer sein. Einer muss und der andere wird, das habe ich bei mir gemerkt, bei meiner Frau, die natürlich, wo ich das entdeckt habe, vor vielen, vielen Jahren, habe ich dann angefangen zu predigen, oder? Du wirst das kennen, Philipp, vielleicht, oder jemand, der das hört. Und niemand kann Prophet im eigenen Land sein. Das funktioniert nicht. Aber was ich tun kann, ich kann es vorleben. Ich kann es vorleben. Und das ändert dann schon einiges. Das hat unsere Beziehung komplett geändert. Und ich bin froh, weil ich muss ehrlich sagen, unsere Beziehung war nicht optimal. Zu viel Streit und Konflikt und ständig. Und bis ich das kennengelernt habe. Und dann habe ich das implementiert. Natürlich nicht sofort, sondern man lernt Step by Step. Ja. Step by Step, immer besser, immer mehr. Und irgendwann merkst du, okay, der Partner reagiert wirklich auf das, ohne dass er weiß, was ich mache. Und mittlerweile weiß er natürlich mehr Bescheid, weil ich damit arbeite, mit Kunden arbeite. Und findet das natürlich auch spannend. Und irgendwann holst du diese Leute natürlich auch ins Boot. Aber das kannst du nicht
Du kennst es, du liest ein Buch, du weißt die Tools für deine Sportler, für deine Kunden, möchtest deinen Nächsten das beibringen, Vater, Mutter, Tante, wer auch immer, Oma. Und die sagen, ja. Und dann fragst du eine Woche später und? Ach so, ja, genau, ja. Da war was. Da war doch was. Cool. Aber Vorbild kannst du sein, das geht immer. Absolut. Das ist einmal sicherlich auch ein oder Schritt eins, sich selbst da als Vorbild zu nehmen und als Vorbild zu agieren, dieser Profi zu sein, sozusagen. Man merkt dann einfach die Unterschiede und wie du sagst, die Leute reagieren plötzlich und man wundert sich, wie du sagst, Surprise, Surprise. Das funktioniert oder die reagieren ja tatsächlich darauf. Das ist ja dann das Schöne und das Spannende. Die Wenn reagieren auf da, einmal anders. ja, Das ist erstaunlich. genau. Und plötzlich funktionieren die Dinge viel leichter. Und das, dann wird es lustig, dann wird es schön. Du hast aber eh gerade vom Buch gesprochen. Muss ich gleich einhaken. Hast du vielleicht ein, oder bist du Bücherleser, Bücherwurm und hast einen guten Buchtipp für uns? Ja, ich bin schon Bücherleser. Ich liebe gute Bücher. Natürlich in dem Bereich, was ich unterwegs bin, weil die Bücher helfen einem auch für mich selber auf, also mein Weg zu bleiben. Was konsumierst du? Das ist dein Input. Was nimmst du zu dir, wenn du jetzt jeden Tag die Nachrichten schaust? Dann ist dein Input nicht optimal. Aber wenn du von guten Büchern redest, ich würde euch empfehlen, von meinem Mentor Peter Sage, der Inside Track. Der Inside Track heißt der. Das Buch ist nicht bekannt, aber liest das, der Inside Track von Peter Sage. Oder wenn jemand wirklich in die Tiefe gehen möchte, von Dr. David Hawkins Power versus Force. Diese zwei Bücher sind der Hammer. Also Ein das Wortspiel in sich, Power versus Force. Wenn wir Doktor. überlegen, für die meisten bedeutet Kraft das ein und dasselbe. Aber da zwei Worte, ich spiele dann auch immer gern mit den Worten, auch in den Ausbildungen bei mir, macht einen Unterschied. Ich verstehe schon den Ansatz dahinter. Dr. David Hawkins ist nicht mehr unter uns schon, aber hat sich mit dem menschlichen Bewusstsein sehr viel beschäftigt. Und wenn man Power versus Force, wo der erste Teil von diesem Buch vielleicht ein bisschen zäh ist, ist auf Englisch, gibt es auch auf Deutsch, aber ich hab's gerne, also ich lese gerne in der Originalsprache. Es ist auch machbar, ich bin jetzt kein Englisch Native Speaker, aber ich habe alles verstanden. Erster Teil vom Buch ist sehr wissenschaftlich, aber danach wird es richtig sexy, wenn ihr das Wort verwenden darf. Es ist unglaublich ein eine Koryphäe auf dem Bereich des Bewusstseins des Menschen. Dieses Buch, wenn man das öfter liest und das versteht, also viel mehr braucht es nicht. Und wenn jemand leichtere Kost will, von meinem Mentor Peter Sage, Inside Track, unglaublich, unglaublicher Game Changer sein Buch. Also go for it. Auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wo du es anschaust. Cool. Thomas, wenn wir einen Rückblick machen oder einen Rückblick machen würden und sagen würden, du würdest dein 20 Jahre altes Ich treffen, was würdest du ihm sagen oder raten? Ich würde sagen, Thomas, du hast diese eine Chance, diese eine Chance. Du hast eine Chance. Was machst du daraus? Mehr muss gar nicht sagen. Da kannst du den Thomas mit Schau 20 mal, stehen überleg lassen. mal. Biologisch gesehen, ich glaube, 400 Milliarden zu eins und du bist hier. Du hast es in diese Eizelle geschafft. Nur du. 400 Milliarden. Du hast eine Chance in jetzt. Und damals war mir das nicht bewusst, vielen Menschen nicht bewusst, dass ich genau diese eine Chance habe. Eine Chance. Wenn da das wirklich bewusst wird, dann findest du dein Wieso, weil wie du weißt, dein Wieso ist dein Benzin. Ohne das stehst du in der Früh nicht auf. Wenn du dein Wieso hast und das ist größer als du, nicht ego-getrieben, nicht Fame, Applaus und Fortune, sondern irgendwas Größeres, dann zapfst du eine Kraft an. Von innen kommt, Besser wie du und und dann merkst du, okay, ich habe wirklich nur diese eine Chance. Klar, take it easy, weil es ist ein Spiel, aber ja. in diesem Spiel kann ich doch das Beste jetzt rausmachen. Ich spiele eh mit. Ob ich jetzt da was draus mache oder nicht, liegt nur an dir. Und ich würde meinem 20-jährigen Thomas sagen: Ja, Mensch, wach auf, du hast diese eine Chance, nütze sie. Cool. Da müssen wir jetzt gleich den Blick nach vorne werfen und sagen, wenn der Thomas, ich weiß nicht, ich sage immer, ich werde mindestens 100 Jahre alt, ich weiß nicht, wie alt du wirst, Thomas, aber wenn du sagst, du liegst am Sterbebett, was wäre das Schönste, was du dabei sagen würdest oder fühlen würdest oder spüren würdest? Für mich, ganz ehrlich, ich habe eine große Vision.
Ich würde Ja. so viel, ich würde einfach wirklich eine Community von Vätern haben, unabhängig von mir jetzt, wo sich gegenseitig unterstützt. Und ich war nur der Mensch, der das ins Rollen gebracht hat. Von Menschen, er kann natürlich Mütter sein, aber ich bin natürlich Vater und kann mich gut identifizieren mit der Rolle. Und wo Väter gemeinsam an ihrem Bewusstsein, an ihrem Leben arbeiten, damit sie eine schönere Welt hier hinterlassen. Und ja, das wäre echt schön, wenn ihr einfach liegen könnt und sagen, ja, ihr habt echt ganz, ganz vielen Menschen helfen können, bessere Eltern zu sein, bessere Väter zu sein, Mütter, bessere Menschen. Und Cool. du weißt nie, wenn du triffst, ich meine, ich muss es nicht in so was Großem bringen, aber vielleicht habe ich irgendwann mal einen Kunden, vielleicht, der irgendwann in der Politik sitzt oder irgendwann eine große, große Firma hat oder viel, viel, viel Geld hat und dann einen riesen Unterschied irgendwann erst mal. Für andere Menschen Weil, wieder. für andere, weil ich ihm mal gesagt habe, du hast eine Chance. Vielleicht. Dann kannst du auf die Schulter klopfen und hast alles Ah, ich richtig will gar nicht, gemacht. meine Schulter ist mir egal, aber vielleicht. Ja, schon. Es ist ja auch schön, sich selber mal zu belohnen, Ja, zu sagen, schon, hey, natürlich. das ist doch eine gute Sache, wenn du sagst, hey, ich habe genau demjenigen den richtigen Satz gesagt, der für ihn in dem Moment dieser Game Changer war und er hat sich auf den Weg gemacht. Natürlich. Wir haben da beide die gleiche Philosophie. Wir sind ein kleines Zahnrädchen in diesem Universum und im Universum der anderen Menschen. Aber vielleicht auch ein Gutes gewesen, das was angestoßen hat, was ein Genau. Game Changer wieder für ihn und dann auch für andere Leute auch wieder Aber ist. du hast was super gesagt, ein gutes Zahnrädchen, das wäre schon mal ganz, ganz viel wert in meinem Genau. Sterbebett, ein gutes Zahnrädchen gewesen zu sein. Mach mal keine Sorgen über uns Ja. zwei. Ab und zu denke ich mir, ah, hätte besser sein können. Ja, das darf sein. Auch das ist okay. Thomas, eine Sache. Gibt es irgendwas, wenn wir das schon eh schon zum Thema gehabt haben, was wir als Kinder so mitnehmen, hast du irgendwie ein Lebensmotto oder einen Satz oder vielleicht auch Glaubenssatz oder wie auch immer, was du schon lange mit dir rumträgst, was auch wahrscheinlich aber auch positiv sich ausgewirkt hat? Gibt es irgendwas? Ja. Der da hinten? Ja, da hinten. Also Das wäre super. für die, die es dann am Podcast hören, musst du noch mal schnell sagen. Ja, also ich kann es euch gerne vorlesen. Don't take life too seriously. Nobody gets out alive anyway. Ja. Also nimm das Ganze nicht extrem ernst. Du schaffst es eh nicht lebendig raus aus dieser Geschichte. Und das nimmt schon mal dir viel, viel Druck weg. Ja. Weil egal, was du jetzt siehst neben dir, wenn du das jetzt hörst, egal was, alles, was materiell, also alles, was in der materiellen Welt hier ist, wird vergehen. Ob das dieses Haus ist, wo ich sitze, der Computer, du, ich, dieser Kugelschreiber, den ich habe, das wird irgendwann nicht mehr da sein. Ja. Und das gibt einem auch viel Kraft, weil erstens einmal, was spielt das Spiel so gut du kannst, weil du kannst nicht verlieren in diesem Spiel. Es gibt keinen Verlierer. Gibt auch Es gibt keinen Gewinner. einen Gewinner. Mach das, was du möchtest. Dein Herz dir ruft. Gibt es natürlich viele Tools dazu. Das wäre jetzt, wär, kann man ewig wieder drüber reden. Wie kannst du das machen, dass mehr in dein Herz kommst? Aber mach das. Probier es. Give it a try. Probier es wenigstens. Wenn du der beste Künstler werden willst, dann probier es wenigstens. Du kannst nicht mit 80, 90, 100, Philipp, du mit 100 im Bett liegen, sagen und Hätte ich nur. ja, hätte ich nicht probiert. Ja, und wenn du scheiterst, ja, so what? In Amerika bist du ein schlechter Unternehmer, wenn du nicht mehrmals bankrott gegangen bist. Und wir haben so Angst, dass wir mit irgendwas scheitern. Ja, dann scheitern wir und dann gehen wir nochmal, dann springen Wir wir wieder. scheitern ja trotzdem, also von dem her, Bitte, groß wir oder springen. klein, Ja, ganz ich nehme egal. gerne diese Fallschirme. Bist du schon mal Fallschirm gesprungen? Noch nicht. Ja, mach das bitte. Unglaublich. Die Fallschirmspringer sagen, wenn sie an der Tür stehen, in die Tür und Exit. Die größte Angst, die wir haben, wenn wir an der Tür stehen, da haben wir so eine Angst. Sobald wir springen, ist es wunderschön. Das heißt, in die Tür und Exit. Schöne Metapher fürs Leben. Ja, also spring ins Leben, spring raus. Und wenn es das ist, dass du der beste Brotbäcker bist in deiner Umgebung, dann sei der beste Brotbäcker. Genau. Cool. Cool. Ich sage auch immer, ich möchte der beste Philipp Nägele der Welt sein. Und Ja, komm, gerne.
Gibt nichts Besseres für mich, muss ich sagen, weil ich stecke hier in mir drin und möchte das Beste aus mir rausholen. Und wenn das für andere auch was Schönes bringt, umso besser. Ich muss nicht der beste Coach und was auch immer der Welt sein, aber ich muss das Schönste und Beste aus mir rausholen. Dann habe ich schon einen Riesenschritt gemacht. Okay, zum Abschluss eine letzte Frage, Thomas. Was hat dich die letzten Monate, vielleicht Wochen oder Tage, spielt keine Rolle, am stärksten emotional berührt? Gibt es irgendeine Situation, wo du merkst, hey, das geht mir ans Herz? Was war das? Ja, natürlich, wir haben jetzt ein Kind, das ist 5 Wochen alt. Das würde jetzt natürlich die Geburt von unserem zweiten Kind. Ja, das Oh, meine gratuliere, wusste ich nicht. Ciao. ja, vielen Dank. Meine Hausgeburt, es war eine Hausgeburt Schön. und ich war natürlich live dabei, unsere Tochter war auch live dabei und meine Frau hat Cool. es unglaublich gemacht. Also es war natürlich ein extremer Moment für meine Entwicklung, zu sehen, wie der weibliche Körper, wie die Natur das eingerichtet hat. Unglaublich, unglaublich Crazy. schön und es ist echt verrückt. Und wie die Frauen das wirklich wegstecken wie nichts, also zum Teil, also Kind raus, passt und unglaublich. Wahnsinn, ja. Und ich habe diesen jungen Mann auf die Welt kommen sehen, als erster gesehen und war ein spezieller Moment. Aber Wow. was mir momentan natürlich bleibt ständig, ist diese jetzige Situation mit dem, was passiert hier in unserer Welt. Und ich ertappe mich immer wieder, wie wenn ich die Leute sehe, wenn sie in einem Auto fahren, alleine mit einer Maske, dass ich dieses Gefühl des Mitleids kriege und denke, wake up, wach einfach auf. Du kannst glauben, was du möchtest, aber in deinem eigenen Auto. Bist du noch Herr und Ja, Meister? solltest du noch Herr deiner Lage, Ja. deines Handelns sein. Und das macht mir zum Teil etwas Sorgen. Für die Menschen, für die anderen Menschen, wo jetzt nicht an sich arbeiten, dass sie absolut die Kontrolle ihres Lebens abgeben. Ich arbeite immer wieder an dem, mit meinen Kunden habe ich einen 4-Punkte-Plan, was sie in einer Krise tun können für sich selber. Aber wenn man natürlich draußen in der Welt ist und man sieht das ständig, was die Leute machen, das bewegt einen. Und dann denke ich mir immer wieder, ich schaue meine Kinder zu Hause an und denke, in was für einem Mindset sollen meine Kinder aufwachsen? Und das macht mir Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir Gedanken. Cool. Und ich arbeite selber mir, dass das mich nicht mitnimmt, was passiert. Und ich bin froh, dass ich in dieser Zeit Personal Coach bin und Kunden begleiten darf, weil du weißt es selber, wenn du Kunden begleitest und speziell Gruppen, entsteht eine Gruppendynamik und man geht in eine Richtung gemeinsam und gemeinsam sind wir stärker als alles. Und ja, das ist eine Sache, die mich momentan beschäftigt. Schön, schöner Abschluss für dieses Interview. Thomas, ich kann mich nur bedanken. Das war sehr, sehr cool, sehr grandios. Hört sich nach zweiten Teil an. Biete ich im Moment jedem Interviewpartner an, wo ich das Gefühl habe, das ist richtig cool und die Leute wollen das wissen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir hier viele Hörer haben, die sagen, Mami, Daddy und all diese Themen, diese vier Persönlichkeiten in mir. Das betrifft mich sehr. Das will ich noch mal mehr wissen. Deswegen jetzt schon die Einladung für ein nächstes. Gerne, gerne. Gerne wieder. Bedanke mich nochmal, Thomas, und wir hoffen, oder ich hoffe, wir sehen uns bald dann nochmal wieder. Danke, Philipp, und mach bitte weiter so, weil ich finde es fantastisch. Danke dir. Danke. Bis dann. Tschüss.